Brauche ich wirklich einen Steuerberater? Das ist eine häufige Frage, die mir Gründer und junge Unternehmer stellen. Und in diesem Video werde ich die wichtigsten Daten und Fakten dazu nennen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich habe nicht nur die X-Group gegründet, sondern auch viele andere Unternehmen. Und daher musste ich mich folglich auch mit den Themen der Steuererklärung, der steuerlichen Beratung auseinandersetzen und kann dir aus der Erfahrung auch ein paar Tipps aus der Praxis geben, wie du genau und wann du genau mit einem Steuerberater zusammenarbeiten solltest. Interessant ist zunächst einmal, dass es zwei Arten von Steuerberatern zu geben scheint. Ein befreundeter Wirtschaftsprüfer und Steuerberater hat mir mal gesagt, dass es zwei Arten von Steuerberatern gibt. Die erste Art, das sind die sogenannten Deklarationsberater. Die freuen sich also auf die laufende Buchhaltung, auf die laufenden Umsatzsteuervoranmeldungen und machen dann auch gerne den Jahresabschluss. Und das machen sie auch richtig. Die zweite Kategorie von Steuerberatern, die machen diese laufenden Jahresabschlüsse und Buchhaltung nicht so gerne, aber die beraten dich richtig gut und gerne bei deinen steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten und lieben komplexe Sachverhalte, wie zum Beispiel Transaktionen. Was bedeutet das für dich? Du brauchst auf der einen Seite das Know-how, wie du aus steuerrechtlichen Hintergründen auch eine korrekte Finanzbuchhaltung und korrekte Jahresabschlüsse machst. Auf der anderen Seite brauchst du aber jemand, der dich berät. Ob du aber diese beiden Steuerberatertypen auch von Anfang an deiner Existenzgründung brauchst, hängt von mindestens drei Kriterien ab. Das erste Kriterium ist der Stand deines Wissens. Wenn du von dem Thema Umsatzsteuervoranmeldung und entsprechender Finanzbuchhaltung und Kontierung noch nie etwas gehört hast, nun dann macht es auf jeden Fall Sinn, einen Steuerberater am Anfang hinzuzuholen, der dich dabei begleitet, eine ordentliche Finanzbuchhaltung aufzusetzen und dich einzuarbeiten in die vorbereitenden Buchhaltungstätigkeiten und vielleicht dann selbst die Kontierung machst oder die Unterlagen weitergibst zum Steuerberater, der dann kontiert. Das zweite Kriterium hängt davon ab, wie groß deine Anfangsinvestitionen sind und wie groß deine Umsätze sind. Denn wenn du nur 1.000 oder 2.000 Euro Investitionen hast, dann wird für dich das Thema Umsatzsteuer nicht ganz so wichtig sein. Wenn du aber groß investierst, zum Beispiel eine Gastronomie aufbaust oder Maschinen und Geräte investierst und du hast 1, 2, 300.000 Euro investiert, dann sind für dich die Vorsteuererstattungen enorm wichtig und können schnell mal 5- oder sogar 6-stellige Beträge bedeuten. Da macht es auf jeden Fall Sinn, einen fachlichen Berater an deine Seite zu holen. Und das dritte und vielleicht wichtigste Kriterium auch ist die Art der Rechtsform, die du gewählt hast. Hast du entweder ein Einzelunternehmen oder ein GbR aufgebaut und deine Umsätze sind unter 600.000, deine Gewinne sind unter 60.000 per anno, dann ist für dich eine einfache Buchhaltung nur erforderlich, denn du brauchst auch nur eine Einnahmeüberschussrechnung für die Deklaration machen. Wenn du allerdings eine Körperschaft nach Privatrecht gründest, also zum Beispiel eine UG oder ein GmbH oder Aktiengesellschaft, dann gilt für dich eine andere Finanzbuchhaltung, nämlich die sogenannte doppelte Buchhaltung mit einer Eröffnungsbilanz und dann am Jahresende auch eine Jahresendbilanz. Wenn du also eine privatrechtliche Körperschaft, also eine Unternehmergesellschaft oder eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder eine AG gründest, dann wird auf doppelte Art und Weise dein Jahres- oder dein Periodenerfolg ermittelt. Einmal durch die Gewinn- und Verlustrechnung und dann auch durch die Bilanz. Und für dich bedeutet, dass du nicht mehr die einfache Buchführung machst, wie als Einzelunternehmer in der Einnahmeüberschussrechnung, sondern du wirst eine doppelte Buchhaltung machen, wo du mein Konto und dein Gegenkonto hast. Das nennen wir dann Gewinn- und Verlustrechnung mit deiner Bilanz. Damit also hier alles korrekt läuft, macht es mit Sicherheit Sinn, dass du bei Körperschaften den Jahresabschluss gemeinsam mit einem Steuerberater machst. Ein weiterer Grund, weshalb ein Steuerberater Sinn machen kann, ist die monatliche Meldung deiner Umsatzsteuer. Wenn du also kein Kleinunternehmer nach § 19 Umsatzsteuergesetz bist, dann hast du die Pflicht, immer am 10. des Folgemonats spätestens dem Finanzamt deine Umsatzsteuervoranmeldung zu übertragen. Und dort wird deine eingenommene Umsatzsteuer verrechnet mit deiner bezahlten Vorsteuer und die Differenz kriegst du entweder erstattet oder musst du dem Finanzamt bezahlen. Und wenn das Steuerjahr für dich als Einzelunternehmer zu Ende ist, dann wirst du über die Gewinnermittlung, also über die Einnahmeüberschussrechnung, auch deinen Überschuss, deinen Gewinn ermittelt haben und davon abgeleitet dann Gewerbesteuer bezahlen, es sei denn, du bist Freiberufler. Zusätzlich machst du dann noch die Jahresumsatzsteuermeldung, sprich also alle Meldungen, die du bisher gemacht hast, werden nochmal in der Summe addiert, um vielleicht kleine Korrekturen durchzuführen und als Jahresmeldung und Jahresumsatzsteuererklärung abzugeben. Und das dritte ist dann deine persönliche Einkommensteuererklärung, die aber dann privat ist.
Wenn du aber mit deiner Körperschaft den Jahresabschluss und die Erklärung machst, dann kommt außer der Umsatzsteuererklärung und der Gewerbesteuererklärung noch mindestens die Körperschaftssteuererklärung hinzu. Und wenn du dann noch Privatentnahmen hast, also beispielsweise über die Gewinnausschüttung, dann kommt für dich hinzu noch die Kapitalertragssteuer. Und wenn du als Geschäftsführer noch Lohn beziehst, dann kommt noch deine Einkommensteuer hinzu. Was bedeutet das also als Fazit, ob du einen Steuerberater brauchst? Wenn dich das alles langweilt, was ich dir erzählt habe, weil du es schon beherrschst und aus dem FF schon mehrfach gemacht hast, dann kannst du auch mit einer guten Software, die du online runterladen kannst, in einer Cloud-Lösung auch beschaffen kannst, selbst deine laufende Buchhaltung machen, deine laufende Kontierung machen, monatlich deine Vorsteueranmeldung übersenden über das kostenlose Elster-Schnittstelleninstrument und du kannst am Jahresende mittels auch der Software deine Jahresabschlüsse, deine Bilanzen und deine Erklärung machen. Wenn das aber überwiegend für dich böhmische Dörfer sind oder es um sehr große Zahlen geht, dann macht es auf jeden Fall Sinn, einen Experten heranzuziehen. Und das ist deine Entscheidung, ob du dem alles einfach gibst und dass der von dem Heften deiner Belege und dem Lochen, Falten und Scannen und dem Kontieren dann auch die Monats- und die Jahresabschlüsse macht und die Meldung macht oder ob du selbst einen Teil der vorbereitenden Buchhaltung übernimmst. Die beste Lösung ist vielleicht, wenn du zwischen dir und deinem Steuerberater noch eine Zwischenlösung schaffst. Entweder indem du einen Mitarbeiter hast in deinem Team, der die vorbereitende Buchhaltung macht, wenn du das selbst nicht machen willst, oder du beauftragst sogar einen Buchhalter, vielleicht einen Bilanzbuchhalter, der deine Belege nimmt, überprüft und die Kontierung auch abschließend so macht, dass am Jahresende für den Steuerberater alles fertig ist zum Jahresabschluss. Was ich dir aber auf jeden Fall mitgeben möchte an dieser Stelle ist, dass du nicht einfach alles weggibst, so nach dem Motto Fire and Forget, der Steuerberater hat meine Belege, ich muss nichts mehr tun, sondern ich möchte dich dazu einladen, das Wissen zu erwerben, dir das erklären zu lassen, was der Bilanzbuchhalter macht, was der Steuerberater macht, damit du über die Monate und Jahre fit wirst, damit du verstehst, was dort passiert. Ich habe selbst in meinem Unternehmen die Erfahrung machen dürfen, dass Buchhalter und auch Steuerberater Fehler machen. Ich habe also in einigen Unternehmen die unangenehme Erfahrung machen müssen, dass entweder zu viel Einnahmen eingebucht worden sind oder fälschlicherweise umsatzsteuerfreie Einnahmen mit Umsatzsteuer versehen worden sind und hingegen dann Ausgaben, die Vorsteuer vergessen worden ist. Beides sind Geschenke an den Staat und ich glaube nicht, dass du das willst. Ich lade dich also ein, dir eine gute Unterstützung zu suchen und jetzt mindestens aus 3 Personen. Einem Finanz- oder Bilanzbuchhalter, dann einem Steuerberater, der für das Finanzamt die korrekten Deklarationen macht, dass nichts auffällig ist und alles steuerrechtlich stimmt. Und als drittes suchst du dir dann vielleicht am Anfang mal für 1-2 Stunden und dann später, wenn die Gewinne mehr wären, einen Steuerberater, der dich wirklich auch gut berät im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten. Aber das Allerwichtigste ist, dass du fitter wirst, dass du das Gesamte verstehst. Und vielleicht setzt du dir heute das Ausbildungsziel, dass du innerhalb von 7 Jahren vielleicht genauso gut oder ähnlich gut wirst wie dein Bilanzbuchhalter oder dein Steuerberater, der die Deklaration macht. Denn so schwierig ist das nicht. Der Staat versucht auf legale Art und Weise an allen Einnahmen und Umsätzen zu partizipieren, um seine Ausgaben zu tätigen und zu decken. Also lass dir am besten auch am Anfang unter die Arme greifen, wenn es darum geht, Belege einzubuchen, das richtige Konto auszuwählen, zu verstehen, was SK03 oder SKR04 ist, und auch die entsprechende Umsatzsteuer oder Vorsteuer dann herauszubuchen. Dann wirst du verstehen, dass in jedem Beleg auch Geld für dich steckt. Lass dir auch die Jahresabschlüsse erklären, die Deklarationen, vor allen Dingen, wenn die Bescheide kommen, geh gemeinsam mit deinem Steuerberater oder Sachverständigen dort die Bescheide auch durch und lass dir alles genau erklären. Denn dieses Wissen wirst du sowieso die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre in deinem Leben brauchen. Und wenn du deinen Steuerberater nicht kontrollierst, sei dir gewiss, das Finanzamt hat kein großes Interesse, Korrekturen zu deinen Gunsten zu machen. Von daher ist also wichtig, dass du lernst, das Wissen, was du tatsächlich brauchst zum Überprüfen, auch zu erwerben. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, also angefangen von der richtigen Rechnungserstellung, bei der Auswahl der richtigen Software für deine Finanzbuchhaltung und auch Kriterien für die Auswahl deines Buchhalters oder bei den Steuerberaterarten, kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn in unserem Beraterteam mit über 30 Beratern haben wir diverse Steuerberater, auch Bilanzbuchhalter, die dir auf allen Schritten wegen vorbereitend, unterjährig und am Jahresabschluss auch zur Seite stehen, helfen können und sogar, wenn du willst, auch die Abschlüsse machen können. Und ich wünsche dir viel Erfolg dabei und auch Freude dabei, denn lernen willst du es sowieso und mit Freude geht es leichter.
Gerne kannst du also jetzt das kostenfreie Erstgespräch buchen, das Video mit Daumen hoch liken, unseren Kanal abonnieren und uns gerne weiterempfehlen, wenn du gute Erfahrungen machst, wie auch all die anderen Kunden. Dein Daniel Schäfer.